geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Da kann man fast nahtlos noch anschließen. Ich möchte auch ein bisschen Wasser in den Wein kippen, der hier so ausgeschenkt wurde. Einige Reden haben so den Eindruck erweckt, naja, wir bauen da jetzt so ein LNG-Terminal und dann sind wir energiesouverän von Russland. Und ich habe da mal den Zettelstift genommen, ein bisschen nachgerechnet. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir werden nicht energiesouverän durch ein LNG-Terminal in Brunsbüttel. Die Zahlen sind ja öffentlich. Wir haben es jetzt gehört. Frühestens 2026 wird das LNG-Terminal frühestens überhaupt fertig. 8 Milliarden Kubikmeter Gas sollen dann umgeschlagen werden können, maximal. Das klingt nach viel, aber es ist relativ wenig, meine Damen und Herren. Laut dem Energiejahresbericht von BP hat Deutschland 2020 rund 102 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas per Pipeline importiert, davon gut die Hälfte aus Russland. Das waren im Jahr 2019 55,6 Milliarden Kubikmeter. Der Erdgasverbrauch in Deutschland lag im Jahr 2020 bei 86,5 Milliarden Kubikmetern. Deutschland, das ist bekannt, ist ja innerhalb der EU der größte Importeur von Erdgas aus Russland. Ja, meine Damen und Herren, die genannten Zahlen, die zeigen vor allem eins. Das LNG-Terminal in Brunsbüttel kann selbst bei Vollauslastung die Gasimporte aus Russland nur zu maximal, jetzt kommt es, 14% ersetzen. Es bräuchte derzeit also gut 7 LNG-Terminals unter Vollauslastung in Deutschland, um russisches Gas zu substituieren. Und diese Zahlen machen schon deutlich, auf welche Katastrophe wir hinauslaufen. Herr Koch hat das eben angedeutet. Und dann gucken wir uns die Tanker an, die das Zeug rumfahren. Die größten Tanker im Welthandel sind in der Lage, bei einer Länge von rund 300 Metern mehr als 250.000 Kubikmeter LNG zu transportieren, also verflüssigt. Das ist ungefähr ein verflüssigter Kubikmeter, sind dann um die 600 Kubikmeter Erdgas. Bei einer Vollauslastung von 8 Milliarden Kubikmetern Gas reden wir hier theoretisch von 53 Großtankern, die pro Jahr in Brunsbüttel abgefertigt werden müssen. Und die bleiben ja nicht nur ein paar Stunden, die bleiben ja ein paar Tage. Um das gesamte russische Gas durch LNG zu substituieren, reden wir von 373 Anläufen von Großtankern, so um die 300 Metern in Deutschland. Das ist sportlich, wenn man bedenkt, dass es weltweit 2018 etwa nur 470 LNG-Tanker überhaupt im Einsatz gab und die zumeist im Asienverkehr. Sie können also die Hoffnung, durch den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel energieunabhängig von Russland zu werden, den können wir getrost vergessen. Es klang aber so an, Frau von Kalm, es klang an, dass du hier, ja, wir machen da mal jetzt so ein LNG-Terminal und dann sind wir unabhängig. Das ist einfach nicht der Fall. Wir werden also auch nach 2026 noch auf russisches Gas angewiesen sein. Und zwar allen Träumereien, auch von grüner Seite. Wir machen noch ein bisschen mehr Windkraft und ein bisschen mehr Wasserstoff. Allem zum Trotz. Wir werden das weiterhin brauchen, auch nach 2026.